Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. So, wir machen hier weiter in der Story von Kapitel 3. Angeblich bin ich schon bei 50% laut PlayStation, ne? Du hast ja immer so eine Prozentzahl, wenn du das Spiel spielst, wie weit du bei einigen bist, ne? Und ich glaube, das bedeutet, wir sind nur noch zwei Höhlen entfernt vom Abschließen dieses Kapitels, ne? Das ist Kapitel 2. Weil ich da ein paar Nebenquests gemacht habe. Ja, wir haben glaube ich zwei Dinger gemacht, ja. Ich glaube, bevor ich die letzte Episode aufgenommen habe, hatte ich noch 25. Das heißt, jede Höhle ist glaube ich 25%. Das heißt, noch zwei Höhlen kommen wahrscheinlich. Gut. Kann man machen. Alles klar. Letztes Mal haben wir hier Shinji gepult. Wo ich schon dran am Arbeiten bin. Schon Level 39. Schon ein paar Sachen hier erledigt, ne? Boom, boom. Sachen ausgerüstet, provisorische. Von hier wird man zwar nicht sehen, außer nächstes Mal bei der Agentenmission, aber hey, gut zu wissen, ne? Sonst kann man warten, sie mal in Höhle 0 zu benutzen, was hier dieser Nebenspielmodus ist, den ich hin und wieder mal spielen muss. Weil da sind, glaube ich, da und in den ganzen diese Shirio-Verteidigung, ne? Das sind so die ganzen Sachen, wofür die Charaktere hochleveln muss, nehme ich mal an, ne? So, aber wir kümmern uns jetzt erstmal nicht darum. Wir machen hier erstmal und gehen ein warmes Nickerchen machen anscheinend. Um schnell wieder Kraft aufzutanken, sollst du ein Nickerchen machen, bevor du mit der Victoria Housekeeping Corps Kontakt aufnimmst. Ich kann übrigens schon wieder nicht alles machen, ne? Obwohl du im Bett liegst, weißt du, was ist los? Kannst du nicht schlafen? So, hey, Schwesterherz. Du bist immer noch wach und ich konnte unten hören, wie du dich unten hin und her wälzt. Was? Ich habe so laut geschlafen. Ist die Schalldämmerung in unserem Haus so schlecht? Das liegt daran, dass unser Haus die billigsten Dielen hat. Kein Wunder, immerhin hattest du dich darauf vorbereitet, eine lange Zeit wegzugehen. Aber es ist entspannt und lass die Victoria Housekeeping Corps die Sache mit dem Gebäude regeln. Sie waren definitiv die besten unter den Agenten, mit denen ich zusammengearbeitet hatte. Wow. Brauchst du immer noch eine Pause? Ja, ich finde die ehrlich gesagt auch ziemlich cool, die Gruppe. Es gibt so viele neue erfasste Daten von Gebäude und wenn Fairy sie analysiert hat, bleibt das HDD-System manchmal hängen. Ich helfe dir, das zu regulieren. Übrigens, ich habe eine neue Videokassette ins Regal gestellt, die du anschauen kannst, wenn du interessiert bist. Aber jetzt solltest du besser die Augen schließen und dich rauszoomen, um neue Energie zu tanken. Nach dem Gespräch geht es mir besser. Ja, dann, ich gehe jetzt nach unten. Gute Nacht. Also, ist, wieso nach unten ist jetzt immer nicht neben mir? Scholof Jenny von Kleda. Oh, nett hat die damit gemeint. Aha. Muss ja oder so schlafen. Ja, alles klar, boom. Schließ deine Augen, hörst von unten das leise Geräusch der Tastatur, die Bell benutzt. Du hast schon früher gedacht, dass Bell die Tasten auf der Tastatur kraftvoll anschlägt, als würde sie ein Instrument spielen. Das Hören wirkt beruhigend. Nach einem geruhsamen Schlaf fühlst du dich wie neu geboren. Ich frage mich, wie die Untersuchung von der Victoria Housekeeping Corps bezüglich des Stromausfalls in den Ballett Twins verlaufen ist. Rede mit Bell darüber. So, ich muss ja auch einmal weiterspielen. Kann ich jetzt hier wieder? Jetzt hätte ich ja. Weil jetzt irgendwie ja wieder so ein neues Event am Start und ich konnte das nicht aktivieren. Weil, wo ist es? Hier, glaube ich. Ich konnte das nicht aktivieren, weil ich noch mitten in der Quest anscheinend drin war. Boah, hätte ich mal einmal kurz hier noch geschlafen, dann hätte ich das. Egal. Was soll's, machen wir dem so. Ja, du bist eine Nebenquest. Das heißt, das ist egal. Wir machen das mal hier weiter. Weißt du, da bist du ja. Ja. Hast du gehört, ob Victoria sich gemeldet hat? Ich wollte gerade zu dir kommen. Lycon hat gerade angerufen und gesagt, dass es Fortschritte bei der Behebung des Stromausfalls gibt. Jetzt, wo du hier bist, lass uns schnell zurückrufen und uns die Details anhören. Du rufst Lycon an. So, ein Grund für die Stromausfälle gefunden. ライカン。図面を確認したところ、バレーツインズの電力供給構想は完璧なものでした。大規模な停電を回避できるだけの対策がなされております。また、 地下には独立して稼働できる発電所があり、炎に飲まれてなお電力を維持できた理由も分かりました。少なくとも
電気代を滞納してたわけじゃないみたいだね。ん？じゃあなんで停電しちゃったの？地下の発電所に何かあったのかな？論理的に考えると。Ja, geh mal ins Essen, das war ich jetzt schon. こちらの図面だけでは具体的な故障の原因を特定できかねます。幸い、メンテナンス用の書類に停電時の対応が書かれていました。バレーツインズの2棟にはそれぞれ独立した制御室と非常用発電室が設けられております。そこで故障の原因を突き止められるだけではなく、やむを得ない場合は予備の電力系統に切り替えることで電力の復旧が可能です。Yep. なら次の目的地は決まりだ。プロキシ様、では早速制御室と発電室の位置を送信いたします。ビクトリア火星はいつでもあなた様の召集に応じる用意ができております。Mein Gott, geht ja auf einmal voll schnell mit der Story. Da bin ich mir nur ein. Ja. Okay. Cool. Ich will auch da ein. Na gut, dann gehen wir direkt hier in Eis und Ether. Jetzt kommen wir bestimmt. Okay. Wenn ich den Probe muss abstellen, kann ich die gar nicht spielen, ne? Ne. Ja, aber ich natürlich lieber die Charaktere, die mir vorgegeben sind, spielen. So, Grace konnten wir noch nicht. Grace, Ellen konnten wir noch nicht spielen. Weil sie ein Event-Charakter ist? Ja, ganz diese ganze Story hier war ja schon verfügbar bei Release, deswegen ist ja eigentlich logischer sein, dass man sie hätte auch spielen können, oder? Also sie ist ja von Anfang an, sie war ja der erste Event-Charakter. それが故障であれ何であれ解決が困難な場合は予備の電力系統に切り替えるのです。次に制御室にとどまり操作を行う側と発電室に向かい予備のエーテル発電機を起動させる側の二手に分かれます。制御室では電気回路の複雑な操作が要求されますわ。この中で適任がいるとしたらそれはライカンさんですわね。一方の発電室は発電機とエーテル原料の運搬が主になるでしょうか。As Corin und Ellen sind auf der anderen Seite。仕事でしたら、カリンでもお役に立てるかもしれません。頭が疲れる方と体が疲れる方の二択ってこと。どっちも嫌なんだけど。あ、やっぱ発電室。カリンちゃんとならさ、いちいちお作法がどうとか言われないもんね。エレン理由はともあれ戦力のバランスを考えると妥当な分担ですわ。Gleichgewicht der Kampfkraft。戦力のバランスか。ビクトリア火星で一番強いのは誰なんだろう。Man könnte meinen, die meinen, wenn die stärksten。私とあなたがチームですわね。ええ。では皆さん、出発いたしましょう。二人とも発電室で待っていてちょうだいね。はーい。Ist eigentlich auch ein guter Charakter. Aber ich wusste ja nicht, was noch alles kommt und ich musste sparen. Wenn sie rerunnt wird, versuche ich nochmal. So, die kann ich nicht aktivieren, ne? Ich kann nur mal gucken. Proxy.Okay. Ich wollte doch nur gucken, mal. Ja, sind so erstmal so Pfeile auf dem See. Okay. Das ist ein Geist. Haben wir auch schon letztens. Was ist das? Five Nights at Freddy's? Lass direkt drauf losgehen. Fünf kleine Pumpen, eine ist entwischt. Den Weg nach Hause kann sie nicht finden, doch sie hat auch keinen Gefährten. Ist er nicht der Teddy, den Coin am Rücken hat? Okay, jetzt haben wir eine Taschenlampe.
Ich verstehe nicht, warum sich eine Leute über diesen Spielmodus hier beschweren. Ich finde den jetzt nicht so unglaublich schlimm, mein Gott. Also, ich meine, ich muss dich nicht erledigen. Ich kann einfach von dir abhauen, ne? Kann ich mir so eine Taschenlampe ersparen, ne? Naja, war das ein guter Vierkantbomben. Eine bleibt zurück. Gold und Silber blenden die Augen. Doch hier wird einem das Leben kosten. Ja, noch eine. Okay. Hey, was geht? Ich kann nicht ganz einfach ausmanövrieren, ne? Das ist keine Chance. Drei kleine Pumpen, eine im Gebäude. Ein einfaches Haus für eine Weile Frieden, doch Knochen über Jahrtausende verwesten. Okay, wenn du was sagst. So, bitte verfolgt mich jemand. Ah! Ah! Er kommt immer so schnell, Mann. Das ist natürlich immer noch da, ist klar. Oh, da muss ich eben. Na, jetzt will ich einen einsetzen. Zwei kleine Pumpen, eine liebt den Kampf. Intelligenz wird durch die Schlauheit getauscht. Auf einen engen Weg haben die Feinde geheult. Hast du mich gerade angeflucht? Sieht aus wie mit Sid in Final Fantasy 7 mit einem Fluch. Setz dich hin, halt den Mund und trink deinen blöden Tee. Oder ich wieder zurückbekommen. Scheint ja irgendwie gar keine Konsequenzen zu haben, wenn ich hier die reinlaufe, ne? Außer dass du ein bisschen Druck bekommst. Was gerade schon wieder entfernt wurde. Also, wow. Eine kleine Puppe. Zwischen Gut und Böse ein Flüchtiger, dank Betränen und Weinen bereut sie die Vergangenen. Ja, aber ihr seid alle weg. Zack. Ups. Langsam, okay. Na, okay. Geld. Oh ja. Mal wieder mein Konto-Level hier hochleveln. 7 kleine Pumpen, 5 gehen zusammen. Der Eisenkasten stürzt davon, 2 bleiben nur an Ort. Ich hoffe, ich muss mir ja nichts merken. Aus der Puppe kommt eine andere Stimme. Ich hoffe, ich muss mir ja nichts merken oder so. So hatte jemand hier nicht Taschenlampen mitgebracht. Die undeutliche Tonaufnahme endet und die Umgebung wird wieder von Stille eingehüllt. Ja, ich weiß. Ich dachte, da kann man nicht entkommen. So. Heute nennt sich die Rettungsarbeiten für Ballett der Endphase. Das Rettungsteam hat in der Nähe eines Kontrollraums Anzeichen dafür gefunden, dass 5 Personen eingeschlossen wurden, aber keine überleben. Experten gehen davon aus, dass diese Überlebenden während eines Fluchtversuchs aufgrund einer Aufschüttung eines Gebäudes eingeschlossen wurden. Sie hatten eine Menge wertvolle Güter und Notfallausrüstung dabei. Durch die Katastrophe wurden jedoch 2 Fahrer von unterschiedlichen Tanz
Schuhabdrücken zu finden. Okay. Okay. So, Geld. Ich brauche wieder Dennis. Das hier brauche ich nicht, aber entfernt einen Druckding, aber das habe ich nicht. Korrosion meine ich. Welche man bekommt, wenn man 100 Druck bekommt. Master. Ja, so was herablassen ist irgendwie so, wie der Arzt sagt. Master. Okay, ist er auf dich zugestürmt direkt? Okay. Ich verstehe immer noch dieses Gruselthema hier von diesen, von den Leuten hier. Ne, warum sie ein Geist ist, warum er ein Werwolf und so was alles sein soll, ne? Ich meine, die Atmosphäre ist hier gruselig, aber er erklärt immer noch nicht, warum die alle so ein Gruselthema haben. Ja, dann habe ich letztens gesehen, meine Aufnahme ZZZ da. ZZ ziemlich zügig. Zack, ziemlich zügig. Ja, das Spiel will irgendwie nicht mehr hier Kettenangriff einsetzen. Ich weiß nicht wieso. Habe ich irgendwie noch nicht herausgefunden. Haben sie irgendwie was am Gameplay geändert? Ich weiß nur nicht, was. Normalerweise, wenn ich jetzt hier einen Combo-Angriff einsetzen will, dann müsste ein Kettenangriff kommen. Wie geht das aber? Warum nehme ich hier die ganze Fischart? Ey, kaum switch ich zu ihm zurück, kriegt er schon wieder Schaden. So. So. Neue Gegner. Mein Gott. Ha, Opposition nicht mal. Und Marina müsste ich auch mal irgendwann hoch leveln. Da. Pfannkuchen! Ja. Genau, man kann diesen. Marina, der hat richtig Style, der Typ. Ja. Ich frage mich, was noch in der Zukunft alles für Charaktere hier vorkommen werden, ne? Wird super lustig, ne? Ja, der ganze Potenzial, was das Spiel haben könnte in Sachen Charaktere, ne? Ich habe schon gesehen, irgendwie so eine Gamer-Girl-Gruppe ist auch irgendwie irgendwann mal angekündigt worden, aber schon vor einer Weile. Da ist irgendwie so ein Roboter-Mädchen oder so. Ich meine, du kannst da wortwörtlich alles hier reinpacken, ne? Das ist mir letztens irgendwie aufgefallen, ne? In Honkai Star Rail, ne? Ist das, was mich stört an dem Spiel? Das Spiel ist ein Weltraum-Fantasy-Spiel, ne? Mit der Betonung auf Weltraum, ne? Wisst ihr, was das Spiel irgendwie nicht hat? Außerirdische. Ich meine, ja, das sind alles Charaktere von anderen Planeten und so, ne? Aber keiner von denen ist irgendwie ein Außerirdischer. Das stört mich irgendwie. Das ist eine Weltraum-Fantasy-Spiel. Guck mal, was hier alles rumläuft. Und hat drei Planeten schon auf Honkai Star besucht und man hat noch kein einziges hier nicht menschliche Rasse irgendwie gesehen. Ich meine, man hat in der Zhanzhou Lofu hast du ja Charaktere, die so, weiß nicht, hier so Fuchsohren und so was alles haben und Fuchsschwänze und so was. Ne, aber ich meine so wortwörtlich so außerirdische, so oder so Charaktere wie Sokako oder so, ne? So. Das ist irgendwie voll. Das ist mir letztens aufgefallen. Warum gibt es in diesem Fantasy-Rollenspiel noch keine außerirdische als spielbaren Charaktere? Das Spiel ist jetzt auch schon seit einem Jahr raus. Stimmt etwas nicht. Das ist ein bisschen. 制御室は正常に機能しております。非常用発電室が使える限り、すぐに電力は復旧できるでしょう。ですが、一つ気になる点がありまして、ここの情報によると、地下の発電所に故障は見られません。まあ、
So, na, nur das, ne? Dewa, durch die Täden, Gaukita, nur das Show. Deswegen finde ich gut, dass dieses Spiel jetzt hier schon so eine Welt geformt hat, wo du wortwörtlich irgendwie alles reinpacken kannst. Du kannst ja Bärenleute, du kannst ja Wolfleute reinpacken, ne? Und wenn da erst der Anfang ist, dann geht es eigentlich nur noch nach oben irgendwie. Was du hier irgendwie alles reinführen kannst, ne? Finde ich irgendwie interessant. Also ich bin gespannt, was hier für Charaktere noch vorkommen in Zukunft. Und ich hoffe, die hören dann nicht einfach so auf und sagen sich so, oh, wir haben dann Strom. Und ich hoffe, die machen irgendwie nicht einen Rückzieher so im letzten Moment. Also ja, wir haben versucht, so ein paar Furry-Charaktere einzubauen, und dann haben wir gesehen, hat nicht so geklappt, also jetzt werden wir nur noch menschliche Charaktere einbauen. Ich hoffe wirklich, das machen die nicht. Weil das hat... Was? Ich bin allein? Will mich umbringen? Weil das Spiel hat so richtig Potenzial, dass hier irgendwie wortwörtlich alles einführen kannst, ne? So, da ist noch Dingens. Also ich muss mein Dings einsetzen. Ja, lass mich bewegen. Wir haben schon gesehen, dass ich das mache. Aber wenn jetzt hier schon mit Bärenleuten irgendwie, guck dir meine Charaktere an. Du hast einen Cyborg mit Knarren, du hast einen Bären, du hast einen Wolfstypen, du hast einen. Ich habe keine Ahnung, was Tsukako sein soll. Die sieht aus wie so ein blauer Oni irgendwie so. Also irgendwie, was weiß ich hier auch. Wie gesagt, ein Robotermädchen habe ich gesehen, soll irgendwann mal vorkommen. Was ein Hai-Mädchen, Katzenmädchen. Oh, muss ich alle anmachen? Oh, ne. Den Mann, ich muss die anmachen, oder? Oh ja, ich muss die sowas von anmachen. Oh, so viel Geld. Aua! Lass mich vielleicht mal hier nochmal umschauen. Warte mal, wenn ich das Ding einsehe, dann... Wenn ich das Ding aktiviere, dann kann ich doch alles sehen, ne? Aber ich scheine ja nichts... Obwohl... Ah, da sind... Oh, da, guck mal hier. Aber ich nehme an, da müssen wir... Ah, ich verstehe. Ich gehe jetzt wahrscheinlich zu Corin und zu Ellen, ne? Deswegen haben wir uns hier getrennt mit den beiden, ne? So, ich dachte, ich drück die ganze Zeit. Also ich bin sehr gespannt, was hier noch für Charaktere vorkommen. Das Spiel hat definitiv Potenzial, alle möglichen Sachen und Freaks hier einzuführen. Aber ich hoffe, die gehen dann, machen nicht einen Rückzieher und denken sich so, ah, wir können nichts riskieren, wir müssen halt safe spielen. Wir müssen mehr Husbandos und Waifus einführen, ne? Deswegen hoffe ich, die machen keinen Rückzieher, als sie gesehen haben. Also die Leute wollen vielleicht gar keine Furry-Charaktere oder irgendwie so. Ne, lass lieber trotzdem mal gucken. Deswegen lass lieber hier sicher spielen und hier Also ich hoffe, die tun es nicht irgendwie so safe spielen, so im Sinne von, ja, wir haben ein paar Furry-Charaktere hinzugefügt, aber kam nicht so gut an, deswegen gehen wir wieder hier und machen halt ein weiteres Waifu Husbando Gacha Spiel. Ne, sind wir hingegangen, ne? Also ich hoffe, das wird nicht passieren. Weil die haben ja gerade was. Wir müssen nur ein bisschen. Das Spiel hat mehr so was von so einem Passion Project irgendwie, anstatt irgendwie so.
Ja, das soll der nächste größte Hit werden auf dem Gacha-Markt oder so. Ich meine, die Animationen sind geil. Also da sticht das Spiel schon irgendwie am meisten heraus von allen anderen Gacha-Spielen, finde ich. Es scheint was Wichtiges zu fehlen. Ah, mal sehen, das Spiel ist erst, wie lange ist das erst raus? Monat? Zwei Monate, ne? Ja. 40 Tage. Ich tue mich an den Event-Charakteren hier orientieren. Die sind ja mal 20 Tage lang vorhanden. Wir hatten zwei Charaktere bis jetzt, ne? Jetzt der dritte. Das sind 40 Tage. Ja, wir hier ist alles kaputt, ich muss reparieren. Okay, Spalte. So, ja, okay. Oh, wow. Oh, ich spiel mal Alan Corrin, ne? Los geht's. Genau, wenn sie... Ich weiß nicht, warum ich das noch direkt wusste. Ultimate. ここ狭いからここまでたくないだけ。ルビーとカラオケにいる時より騒がしい。ルビー？あ、姉さんのクラスメートの方ですね。さあ。どっどっどっ。だけどだけど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 。だけどだ
den ganzen Endgame-Modus hier benutze, eigentlich hochleveln, ne? Damit halt hier, wenn ich Höhle 0 und die ganzen Quests und was weiß ich nicht alles ein bisschen einfacher werden, ne? Aber da ich ja in letzter Zeit hier die ganze Zeit neue Charaktere bekommen habe, habe ich mich auf die fokussiert. Aber müsste man eigentlich, mehr darauf hier so konzentrieren, die Charaktere, die man schon hat, hier hoch zu leveln. Damit das ganze Questen und Endgame Zeugs einfacher wird. So, hier, einer mit. Aber die Dinger sind doch. Nein, aufzulenken. Oh. Die Dinger, die sind doch kaputt. Also geht das überhaupt? Ich steck dann einfach da rein. Nicht so viel nachdenken. Ich bin überrascht an meine Internetverbindung heute. Heute hat die nicht rumgemacht. In den letzten Tagen war richtig schlimm, aber jetzt scheint irgendwie in Ordnung zu sein. Heute war noch gar nichts kaputt. Also die ganze letzte Woche die ganze Zeit am Abstürzen. So jede Stunde, jede halbe Stunde. Bis jetzt ging's. Heute ist noch nichts passiert. Du kontaktierst Les de Kaun. Schon wieder vergessen, wie er ausgesprochen wurde. Uns fehlt noch ein goldener Ball. Wir haben alles im Griff. Okay, nach einer kurzen Weile. プロキシ様、建物の電力が復旧しつつあります。また、ビートの制御室に影響が及ばないよう、エイトの電源は独立させました。これよりアトリウムで合流し、ビートへ向かいましょう。ご友人の消息がそこでつかめると良いのですが。Genau, deswegen sind wir ja noch mal hier. Ich vergesse das die ganze Zeit. Wir sind ja wegen Rain, ne? 時間がかかるでしょう。Ah, das ist das Ding. プロキシ様は近くの扉が通れるようになっております。いえ。前の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 前
So, was kommt jetzt? Zeig. Wow, Cutscene. Und das hier schon finaler Kampf. Ist der Rucksack Blut beströmt? Oder ist er einfach nur rot unten? Oh Mann. Oh, sehr geil. Okay, du bist ein neuer Gegner. Das ist da vielleicht die Silhouette, die ich gesehen habe von den Bosskämpfen. Das könnte natürlich auch sein. Oh, er sieht aus wie ein neuer Bossgegner. Bossbalken und all sowas. Ich spiele drei Charaktere, die ich nicht so genau noch drauf habe. Kann jetzt schon klappen, ne? Wow. Zwing. Wow. Ja. Irgendwie wie ein männlicher Roboter aus dem Rock trägt irgendwie. Okay, irgendwas sagt mir, das wird ja nicht so einfach. Aber ein Stück. Ja, schon am Ende des Kapitels. Au! Ich mache ja gar keinen Schaden an den. Oder die. Es. Jetzt mal Schaden. Jetzt mal viel Schaden, dick Schaden. Ins Gesicht. Mein Stiefel in dein Gesicht. Ja, man kann ja öfter drücken mit dir, ne? So, ausgezeichnet. Na. Jetzt werden Kettenlinge ausgelöst. Ich weiß nicht wieso. Das ist bestimmt noch eine zweite Phase, ne? So, bestimmt noch eine zweite Phase, oder? Vielleicht war er noch nicht der Boss dieses Kapitels. So ein Mini-Boss. Ja, vielleicht doch. Sehr geil. Sei mal bewusster. ここから連れ出しましょうか。 Okay. So, stromerzeugende Kraft. Alles klar. Da kommt wahrscheinlich nur eine Öle, ne? So wie ich mir gedacht habe. So, wow, so viel Zeugs. 36. Ich bin schon bei 45 mit meinen Charakteren. 40, 45. So, Belle, willst du mir wieder zusammenfassen, was gerade passiert ist? Uns geht's gut. Master,
Ich platziere jetzt meine Ader, wenn ich das höre. Ich weiß nicht wieso. Dennoch dieses blöde Auge zu sehen, so. Nicht deine Schild, Fairy, mach weiter. Ich bin einfach zu hart, so, ja, ich sorge für. Boah. Jetzt fordert sie jetzt ein bisschen heraus. エーテリアスが出るわ。正体不明の戦闘員たちが来るわ。一体何が起こってるの？レインの件、想像以上に複雑かもね。ビクトリア火星のみんなが変に思ってないといいけど。だってただの人探しとしか言ってないじゃん。お兄ちゃん、これからどうする？Erstmal ausruhen, nehme ich an, ne? Ja. Wir müssen nach denen alles erklären. ビクトリア火星に事情を説明する必要がある。 Ich möchte auch nach Ellen sehen. ちゃんとお礼しなくちゃだね。そうだお兄ちゃん、エレンって飴が好きみたいだし、なんか持ってってあげたら？ ちょうどこの間、たくさん買ったばっかだよ。大したものじゃないけど、大事なのはお値段じゃなくて気持ちだよね。 Weil ich kann ihre Freundschaft sowieso nicht erhöhen. Oh, jetzt gehen wir zu den Ballet Twins. Es ist ein Notfall, aber gleichzeitig ist es auch sehr verdächtig. Tut mir leid, dich zu stören. Kann ich? Nee. Dann machen wir halt direkt weiter, ne? So, mir ist übrigens eine Sache aufgefallen, und zwar, als ich hier hingegangen bin. Kann man ja die Freundschaft nachgucken, ne? Und als ich dann bei Dings hier hingegangen bin, habe ich gesehen, hier, Hallöchen, wer ist er? Haben wir so spontan neuer Charakter, hallo, ihn haben wir noch gar nicht gesehen, aber irgendwie ist er ja aufgelistet. Ich nehme an, der kommt noch in der Story bald vor, ne? Die Story geht ja wieder ein bisschen weiter, ne? Aber da haben wir noch ein drittes Mitglied für die Spezialeinheit. Ist doch ja alles neue Gegner. Aber warte mal. Kann ich mal sehen. Ja, das ist jetzt hier alles neue Gegner, ne? Gangster Spezial. Goldenes Bangbo. Ja, war irgendwie in so einem Event. Hat aber gar nicht gesehen, ne? So, ne, der kann eigentlich gar nicht mehr so viel weitergehen, so storymäßig, ne? Weil wir haben jetzt hier schon. Da guck mal, das sieht doch so was von aus wie dieses eine Monster von Höhle 0, ne? Dieses Walpurgisnachtviech. Thanatos heißt das Ding. Hier noch, ja, ist ja nicht diese Ballerina gerade. Mal hier um Höhlenkodex. Das sind jetzt hier, wenn wir jetzt hier so neue Sachen gefunden haben, ne? Drohung, blablabla. Information, Prolog, Kapitel 3. Okay, na gut, dann gehen wir mal weiter. Ein bisschen weitermachen in der Story, ne? Weil ich kann jetzt hier wieder nichts machen. Oh, ich sehe gerade 0 von 16. Ist da hier der Offizier jetzt da? Hier. Mr. Miau Miau. Wäre schon der Typ, den mal Ben hier irgendwie hier. Ein paar Kinder hier mit Ben verwechselt haben. So. Ernsthaft, wir lässt den einfach frei rumlaufen. Lass mich rein, sie ist die beste Folterin von den allen, ne? Sowas von klar, ne? Ihr wahrscheinlich alle Fingernägel rausgerissen oder irgendwie sowas. Störe ich gerade? Sollte er halt nicht irgendwie einen Raum oder irgendwie so was machen, anstatt hier so auf der Straße? Ah, okay. Okay.
あなた方がバレーツインズに入れ込んでいらっしゃる理由を明確にご説明いただければ、私どもとしても寛大な対応を検討したく存じます。わかった。その、うちの舞台のスポンサーから依頼があったんだ。バレーツインズのリートオフショーで、そいつの代わりにあることをやれって。申し訳ありません。もう少し具体的な内容を伺えますでしょうか。俺はただの下っ端なんだ。依頼の詳しいとこまでは知らない。俺ら何人かは周辺の警備を任されただけなんだ。バレーツインズに侵入したやつを見つけ次第ビートから遠ざけろって。 Also war der für den Stromausfall verantwortlich。 停電は君たちの仕業だったのか。 そうだ。最初にお前らを見たときは肝試しかなんかだろうと、ちょっとビビらせたら逃げ帰ると思いきや、尋常じゃない速さで電力を復旧させ。 Und dann hatte die das voll drauf。 隊長が言ったんだ。あれはただものじゃない。小娘を助けるために来た連中に違いないから、あの妙なエーテリアスを先導してぶつければと。 Moment, was hast du gerade gesagt? 待て、今なんと小娘。レインは今どこにいる。彼女に何をしたんだ。あの小娘、お嬢さんなら隊長とビートの屋上にいる。当分は命の危険もない。今しがたの発言。あなた様の部隊がレイン様を誘拐した事実を認めたと捉えてよろしいでしょうか。リナ、引き続き彼から詳細を。そしてプロキシ様、少しお時間を。Weil du hast eins deiner Augen verbunden. Wir sprechen uns unter drei Augen.Wie geht's? Was zum? Was los? Proxy 様は聡明なお方です。私がこれから機関としていることも、おのずとお察しくださるかと。Ob wir was verbergen? ライカンさん。僕たちが何か隠してるんじゃないかと思っているんだろう。おっしゃる通りでございます。現在バレーツインズを掌握している反乱軍にとってレイン様は重要な存在であるようです。あなた様が情報の共有に及び腰なままですと、次の行動に影響が出てしまうことを憂慮せざるを得ません。Nächster Schritt。 次の行動、治安局に任せることもできると思うけれど、引き続き僕たちとこの件を追ってくれると。プロキシ様、ご理解いただけるかと思いますが、私どもがお仕えするのは新エリートでも一角の名声と地位を誇るお方でございます。そのようなお方が資材を守る程度のことで治安局に頼らざるを得ないなどと、うろんな風説が流布することをビクトリア家政が許すわけには参りません。またレイン様の失踪が誘拐によるものであり、ご主人様の財産にまたがり悪行を働く者がいると判明した以上、見過ごすことはできないのです。我々は依然として目的を同じくしているものと信じております。あなた様も同様にお考えでいらっしゃるのであれば、何とぞ情報を共有していただければ幸いです。よし、そしてありがとう。ライカーさん、言いたいことは分かった。本当はレインの秘密を守ってあげたかったけれど、さすがに義理立てしてる場合じゃないみたいだ。レインの正体は腕利きのハッカーなんだ。だから治安局が介入してくるようなら、困ってしまうのは僕たちも同じというわけさ。なるほど。彼女がハッカーなのであれば、誘拐はその能力に目をつけたものである可能性がありますね。バレーツインズの屋上は何かを発信するのにうってつけですから。Wir müssen Rain schnell retten。反乱軍たちがまだバレーツインズにいるなら、それは彼らの任務が終わっていないということだ。また想定外のことが起こる前に、一刻も早くレインを助けよう。ビクトリア家政としてもそのつもりでございます。プロキシ様、私は来たる救出のために準備をいたします。Ich muss mich wieder ausruhen, ne? Ich muss mich wieder ausruhen, ne? Ich muss mich wieder ausruhen, ne?
diesen Worten geht Lycaon geeilt weg. Endlich kann ich beruhigt sein, was die Zusammenarbeit angeht. Am besten gehe ich zurück zu Ellen und Corin. Oh ja, genau, wir wollen ja Süßigkeiten geben, ne? Etwas Süßes für die Süße, ne? Metaproxy, du bist wieder da. Wie sie da liegt. Komm, bist du nicht verletzt, oder? Danke der Nachfrage. Danke Ellens Hilfe. Geht's Corin gut? Oh, du bist sicher, um Ellen zu besuchen, nicht wahr? Keine Sorge, sie sollte bald aufwachen. Kein Wunder, dass du immer müde bist. Willst du die ganze Zeit Süßigkeiten? Es gibt einen Grund, warum Ellen Zucker braucht, aber sie mag auch einfach nur Süßigkeiten. Legst du mitgebrachten Süßigkeiten neben Ellen und in diesem Moment. Ah, ich habe am liebsten noch ein Foto von ihr gemacht, wie sie da liegt. Dö. Ellen, du bist wach. Geht's dir gut? Alles in Ordnung. Ich war nur zu müde. So ein komplizierter Auftrag. Der Boss hat sich überhaupt nicht klar ausgedrückt, bevor er gegangen ist. Also werde ich ihn Überstundenvergütung bitten müssen, wenn alles erledigt ist. Hä, warum gibt es hier Süßigkeiten? Corin, hast du sie für mich gekauft, oder? Nein, die wurden speziell vom Proxy für Ellen mitgebracht. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich gerettet? Oh, du meinst die paar Hitzköpfe, die im Atrium mit Raketen umgespielt haben? Ich dachte nur, wenn ich sie nicht schnell aufhalte, wird es noch schlimmer. Du brauchst mir nicht zu danken. Übrigens, die Süßigkeiten, die du mitgebracht hast, sind meine Lieblingsgeschmacksrichtung. Du hast einen guten Geschmack, also nehme ich sie gern. Nehmt euch ein paar davon, vor allem um euch zu beruhigen, wenn ihr schlechte Laune habt. Ihr scheint schwer besorgt zu sein. Du erzählst Ellen von Rains Situation. Anscheinend wurde dein Freund von diesen bewaffneten Gruppen entführt. Vielleicht wird dieser Auftrag noch eine ganze Weile dauern. Solange es nicht zu anstrengend ist. Egal. Wenn ihr Hilfe braucht, bin ich dabei. Ich gebe auch mein bestes werter Proxy. Oh mein Gott. Nachdem sich Ellens Situation nun bestätigt hat, sollten wir zurückgehen und uns auf den nächsten Schritt vorbereiten. Okay. Ich will doch reden. Ich will eigentlich mit Ellen reden. What? Okay. What? Hat er nicht Corin gerade? So, die haben beide geredet, obwohl ich mit einem mit denen geredet habe. Wollte schon sagen. Was ist mit dir noch? Wie habt ihr Rain entführt? Ich muss mich mal da gar nicht fragen eigentlich. Ja, die haben wahrscheinlich gesagt FBI open up und dann sind die einfach in ihre Bude reingegangen, ne? Nehme ich an. Ja, dieser Katzentyp soll jetzt hier sein. So, oh, also wir sollen jetzt nichts machen. Okay, ich muss sowieso mit dem Ding hier fahren, alles klar. Ja gut, dann machen wir das noch. Jetzt weckt mich das Spiel ja wieder hier irgendwo hinzugehen, irgendwas Bestimmtes. Boah! Sprich die nächsten Schritte mit Bell. Lass mich raten, ich soll schlafen gehen. Das ist doch alles, was du von mir willst, Schwester, ja, dass ich schlafen gehe. Weißt du, bist zurück. Corin hat gerade Kontakt aufgenommen. Die Victoria House gibt den Kopf breit loszulegen. Wenn wir dieses Mal die Ballett Twins betreten, werden wir sicherlich auf Rebellen stoßen. Sei besonders vorsichtig. Scheint, als ob der letzte Kampf vorsteht. Stimmt, ich habe auch so ein Gefühl. Es scheint, dass wir flexibel handeln und uns die Umstände anpassen müssen, um in den folgenden Aktionen erfolgreich zu sein. Auf jeden Fall sollten wir vor der Abreise. Wir kriegen da sowieso Probecharaktere die ganze Zeit. Wir können uns nicht wirklich vorbereiten. Überlegen wir, ob es noch etwas ist, was wir übersehen haben, um uns gründlich darauf vorzubereiten. Ich werde mich vorbereiten. Okay. So, ich könnte noch nicht mal eine Pause machen, selbst wenn ich wollte. Also warte, ich habe noch so. Wie viel habe ich? Ich habe 34, komm. Lass schon mal hier vorantreiben. Ich kann sowieso nichts machen hier gerade. Okay, dann lass uns die nächsten mit den HDD-System verbinden zur Höhle gehen, um Lucian und die anderen zu treffen. Wir müssen rein sicher rausbringen. Okay, ja, boah, Leute. Jetzt auch so irgendwie mal. Gut, aber das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Ich habe, wie viel habe ich jetzt? Habe ich mich jetzt hier verrechnet? Nee, ne?
Ja, ich habe 33 Minuten und dann habe ich jetzt hier noch mal 20, genau. Aber da machen wir am nächsten Mal, ne? Ich nehme an, das wird die letzte Mission sein für dieses Kapitel, was relativ schnell ging. Was ist hier schon wieder? Hier tut die ganze Zeit immer irgendwas. Ach, hier ist es. Okay, hier ist tatsächlich ein Auftrag. Nehme ich noch mehr Aufträge. Die ganzen Nebenaufträge sind in letzter Zeit ganz schön schwierig. Deswegen hoffe ich, dass das klappt. Das ist immer noch was. Wo denn? Hier. Da ist immer noch was, Leute. Kundung, je nachdem wie schwer die sind, ne? Gut. Alles klar. So, ich habe gesehen, glaube ich, ich habe wieder genug Bangbo-Dinger hier. Das wir machen mal da ein bisschen weiter, ne? Und holen uns hier Bangbo-Volver. Für was war das nochmal? Werte ansehen. Zwei Figuren. Wenn sich in der Truppe zwei oder mehr Figuren. Was für einen Charakter will ich eigentlich haben? Ja, noch. Den ja, weil ich habe genug Charaktere davon. Den Mann, da ist der für die Sicherheitsbehörde, ne? Da ist der für Eis, ne? Überleg gerade. Nein, du bist für Elektro, ne? Hört sich die Kettenangriffe. Das tut aber nur die Kettenangriffe erhöhen, leider. Bist du hier? Ether. Ich habe nicht zwei Ether-Charaktere. So. Wenn sich in der Truppe zwei oder mehr Figuren von Attribut Feuer befinden. Ehrlich gesagt, wäre der ja nicht schlecht. Ich meine, ich habe zweimal physisch. Werden weiterlaufen. Start könnte man hier mit Charakteren machen. So, ich benutze die ganze Zeit nämlich Koleda und Lucy sind beide Feuer. Das heißt, der wäre eigentlich nicht schlecht. Ne? Also nehmen wir den erstmal. Aber Rainer. So. So, alles klar. So, kein S-Rang, also den haben wir nicht bekommen. Summer Boy, ich glaube, den habe ich schon maximiert. Ich bin mir nicht sicher. Schon wieder. Oh. Okay, das war glaube ich nicht so gut. Ne, jetzt haben wir den maximiert. Alles klar. Okay. Kann ich ja noch mal zum Mod Shop gehen, ne? Videoarchiv, also die Quest, ne? Von Koleda haben wir freigeschaltet. Kann man ja auch bald machen, ne? So. Ich habe so viele von diesen Erfahrungspunkten, ne? Um meine Bangbus hier hochzuleveln, ne? Weil ich die ganze Zeit Höhle 0 und so was mache, ne? Guck ich mal an, wie viele Dinger ich habe. Aber die Dinger hochzuleveln ist irgendwie mal am schwierigsten. Da habe ich mehr als genug. Ja, ich könnte die eigentlich alle hochleveln. Aber ich habe noch nicht so viel Charaktere, um davon Gebrauch zu machen. Hierfür brauche ich zwei Charaktere von Dings. So, irgendwie soll hier eine Quest sein im Event, aber irgendwie konnte ich nicht freischalten, weil ich noch mitten in der Dings bin. So, aber ich bin die Towers jetzt hier freigeschaltet. Ja, guck mal hier. So, alle Truhen, alles gezeichnet. So, hier haben wir auch langsam alles freigeschaltet. So, hier muss ich glaube ich erstmal weiter, ne? Da, bei einigen Sachen muss ich noch Dings hier Kapitel 3 erstmal abschließen. Ich muss viele Sachen, ich schalte glaube ich sehr viele Sachen frei, sobald ich Kapitel 3 abgeschlossen habe, ne? Wo wir glaube ich kurz davor sind. So, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Warum ist das hier so leer? Weil Nacht ist, ne? So, ich kann mir da nicht Zeit vorspulen. Na gut, dann würde ich sagen, der Part geht hier zu Ende, ne? In der nächsten Folge machen wir weiter mit Kapitel Rino 3, ne? Ich nehme an, das wird dann das letzte sein. Ich meine, da wurde jetzt gerade schon so angedeutet, ne? So, oh, da ist der finale Kampf, ne? Also nehme ich mal an, danach wird es erstmal hier fertig sein mit dem Spiel in Sachen Hauptstory. Ich weiß nicht, ob die Hauptstory weiter
geht im Moment. Ich meine, die wurde irgendwie geupdatet, aber ich bin mir nicht sicher. Ist hier nicht irgendwie sowas? Ist das hier nicht die Hauptstory? Besondere Episode von Jane für jetzt verfügbar. Aber sollte besondere Episode. Ich finde sie. Ich weiß nicht, ob das Bild ist oder nicht, aber ich finde sie total unattraktiv. Also mein Geschmack ist das jetzt nicht so. Sie sieht ein bisschen nuttig aus, ja, so irgendwie gar nicht meinst du hier, das ist jetzt bei Purges Nachtding, ne? Nach dem Bestehen von verwalteten Kern, ja, ne, die Höhle 0, da muss ich erstmal alles hier freischalten, ne? Bin ich schon lange irgendwie ja fertig gewesen, ja, mit den Sachen. Gut, in der nächsten Episode geht es dann weiter, ne? Mit wahrscheinlich dem Finale von Kapitel 3. Mal schauen, gucken wir mal. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und sag dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.